Okay. Okay. Spot on. Spot on. 3, 2, 1, go. Yes. Okay. Hola, aus Mallorca. Wir haben es jetzt Februar. Februar. Februar, den? 18. 18, genau richtig. Glaube ich. Es ist wieder Zeit für etwas Neues für euch. Patrick war auf einer, nennt man das Gaststättenmesse? Ja, eine Fachmesse für Catering, Hotels und so weiter. Findet oder fand zum fünften Mal statt. Genau. Patrick war da und durfte die erste Flasche von unserem neuen Kind halten. Also nicht von unserem, sondern von Miguel. Ja, also, aber es ist ja fast Cabra unseres. Bock. Cabra Bock. Ist ja fast unseres. Ja, Cabra Bock. Cabra Bock, Gin, genau. Neues Baby von der Firma Cabra Bock. Mestral. Ja. Mestral Gin, angelehnt an ein, was sagt Miguel? Gin. An einen Waldspaziergang, ja, durch die Tramontana. Mestral ist einer der Winde, der immer über die Tramontana weht. Mhm. Und so Düfte von Pinien und Myrte mitbringt. Und genau das sollte in diesem Gin umgesetzt werden. Also wir haben hier einen etwas waldigen Gin, einen etwas kräftigeren Gin mit Pinienaromen, mit Myrtearomen. Mhm. Ich kenne ihn schon. Ich weiß, wie er ist. Sandra kennt ihn noch nicht. Ich kenne nur das tolle Design, was immer mega mich umhaut. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt und ein neues Baby in the house ist immer was Tolles für uns, besonders wenn die Saison beginnt. Hallo, Augen. Ja, ja, guck mal, die will. So, jetzt. Sie ist noch original verpackt, Sandra kennt ihn noch nicht. Wir haben ihn auch natürlich ab sofort für euch im Laden. Und jetzt darf ihn Sandra mal probieren. Ich hole euch mal kurz ein kleines Glas. Ja, und auch schön zu sagen, genau, hat wie die anderen Dry Gins auch 54 Umdrehung, also ist schon was für Fortgeschrittene. Bin wieder da. Cool. Ich habe mir auch ein Glas geholt. Du sollst, du sollst ja nicht alleine trinken. Ich durfte ja nur riechen, weil die Flasche schon leer war, die du mir nach Hause gebracht hast. Genau, in der leeren Flasche durftest du riechen. Ja, schon getrunken auf der Messe. Na klar. So, dann gießen wir mal ein bisschen was ein. Riecht sie schön? So. Keine Angst, die kommen schon noch. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also ganz stark finde ich. Wald, wirklich ja. Wald. Ich muss kurz Handy ausmachen. Entschuldigung. Das ist das Leben. Wir müssen da ja auch mal klingen lassen. Ja. Genau. So. Jetzt. Handys aus, wir machen einfach weiter. Genau. Wir rufen nachher zurück. Salut. Ja, salut. Also wirklich irre interessant vom Geruch her, schon richtig stark nach Wald. Ich stamme ja aus dem Wald. Bei uns gibt es zwar keine Pinien. Ja, und halt auch echt Fischen. Mal für Mallorca wirklich mal was anderes. Wir kennen ja natürlich sehr viel Orange, Zitrone, sehr viel mit Zitrus. Fruchtige Geschichten kennen wir unheimlich viel. Das ist wirklich ganz anders. Skål. Mhm. Nochmal, salut. Ich war es Kanut, Jans Gewe, Siege, Messfahrt, MS Pelut. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war für den Mallorquiner, aber so irgendwie hört es sich an. Mhm. Ja, der kann. Aber also dafür, dass es Pinie ist und dafür, dass es Myrte ist, also was Nadeliges. Man riecht mehr, als dass man schmeckt. Ist es trotzdem sehr schön integriert. Ja, also genau. Es ist ganz, ganz toll integriert. Ja, also man schmeckt die Pinienaromen. Zum Man Schluss, merkt, dass er kräftiger ist. Ja, wenn du ihn pur probierst, du hast den bestimmten Tonic auf der Messe getrunken. Ich habe beides gemacht. Dazu gehört auch, finde ich, von meinem Geschmack her nur neutrales Tonic. Absolut. Also da passt nichts an. Absolut. Keine Wischerei mit Olive oder irgendwas. Definitiv nicht. Also für mich. Nein, 100%ig richtig. Neutrales Tonic, dass auch diese Waldaromen bleiben, muss neutrales Tonic sein. Ja, absolut. Und wie gesagt. Aber interessant, wie du sagst, ist nochmal ganz was anderes. Ganz was anderes. Und für mich, für unser Empfinden, wir sind ja schon gut Gin-Fans und Kenner geworden, wirklich ein Gin für Kenner auch. Ja, und trotz Pinie, trotz Myrte, trotz Wald eigentlich ja gut auch pur zu trinken. Ja, also absolut. Ist wirklich, ich auch gut er ist so eiskalt würde ich mir den machen, als genau, Schock, sage ich mal. Und der so ist unheimlich. Hier ist in dem Glase. Ja. Und toll integriert, also ja, toll, ganz, er harmoniert toll. Ganz, ganz toll. Also ist wirklich ein neues Produkt, das wirklich richtig... Gratulation an Miguel und seine komplette Company Cabra Bock. Habt ihr echt ein schönes neues Produkt tolles neues hinbekommen. Gefunden. Genau. Froh, dass wir die erste Flasche wieder haben im Laden. Hallo Fink. Und freuen uns dann auch, euch
hier dieses Jahr vielleicht auch mal öfter auf der Insel zu sehen, öfter im Laden, auf Tastings. Kommt vorbei, wir haben ihn offen, wir haben ihn gerade aufgemacht für euch, dass ihr ihn auch bei uns im Laden probieren könnt, besucht uns. Wir haben da schon so einige Kunden, wo wir genau wissen, der haut rein, ne? Schaut den nochmal an. Ist auch wieder richtig schön mit dem Capra-Bock, mit dem Ziegenbock gelöstes Design. Für einige Kunden, wo wir genau wissen, die mögen dieses schöne, harte und ehrliche. Also kommt vorbei und verfolgt uns weiter auf unseren Kanälen. Genau. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss, ciao. Ich hab schon leer. Und wenn ich so mache, dann sieht man mich nicht mehr. Dann ist irgendwie die Kamera voll. Okay, ich mach so. Du auch schon. Salut. Salut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.